Hallo und herzlich willkommen zur Halloween-Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast auf Leben und Tod. Heute geht es um den heimtückischen Horror der Kürbisse. Genauer gesagt um die Cucurbitazine. Das sind komplexe Moleküle, die in Kürbissen enthalten sind, zum Beispiel in diesen Zierkürbissen. Sie sind sehr giftig und dass wir einige Kürbissorten überhaupt essen können, verdanken wir der Pflanzenzucht. Die hat nämlich den Kürbissen die Cucurbitazine abgewöhnt, aber nicht vollständig. Die Cucurbitazine sind nämlich Zombie-Moleküle. Manchmal kommen sie wieder. Und das sehen wir an Dutzenden Vergiftungsfällen jedes Jahr. Zum Beispiel haben die französischen Giftzentralen von 2012 bis 2016 über 350 Vergiftungsfälle durch Kürbisse registriert. Und die äußern sich in Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und in extremen Fällen Kreislaufkollaps. Und das liegt nicht etwa daran, dass die Leute plötzlich anfangen, solche dekorativen Zierkürbisse zu essen, sondern daran, dass auch für die Ernährung gezüchtete Kürbisse manchmal diese Cucurbitazine wiederbekommen. Die Cucurbitazine, das hier ist zum Beispiel Cucurbitazin E, sind Moleküle, die genau einen einzigen Zweck haben, nämlich Verteidigung. Sie sind sehr stark giftig für Säugetiere, für Insekten, aber durchaus auch für Pilze und Bakterien. Deswegen gibt es einige medizinische Forschungen an diesen Stoffen. Und verantwortlich für den Gehalt von Kürbissen an diesen Stoffen sind nur wenige Gene. Die sind aber in essbaren Kürbissen nicht verschwunden, sondern einfach nur ausgeschaltet. Und dadurch können sie auch wieder angeschaltet werden. Das passiert normalerweise auf drei Arten. Die eine Art ist Sex. Kürbisse können nämlich einfach durch verwandte Arten, zum Beispiel Zierkürbisse oder auch wilde Kürbissorten, befruchtet werden und dann entstehen Nachkommen, in denen die Gene für die Cucurbitazine wieder aktiv sind. Deswegen ist es auch ein bisschen problematisch, Kürbisse im eigenen Garten selbst zu züchten. Und die zweite Art, wie die Gene wieder aktiviert werden können, das sind Mutationen, die genetischen Veränderungen, die die Gene ausgeschaltet haben, können einfach durch Zufall wieder rückgängig gemacht werden und auch dann bekommen wir giftige Kürbisse. Die dritte Variante, wie man diese Moleküle zurückkriegt, ist Stress. Und zwar in vielen Fällen Trockenstress, wenn die Pflanzen zu wenig Wasser kommen, aber durchaus auch schlechtere Anbaubedingungen motivieren die Pflanzen, ihre Giftstoffe wieder zu reaktivieren. Und auch dann bekommen wir ein Problem mit diesen Substanzen. Glücklicherweise sind alle Cucurbitazine bitter. Das heißt, wenn ihr eine bitter schmeckende, auch nur leicht bitter schmeckende Kürbissuppe bemerkt, esst, dann stellt sie vorsichtig weg und wenn ihr nette Menschen seid, warnt ihr auch andere Leute davor. Ich hatte in der letzten Folge erwähnt, dass Brechdurchfall auf einer Raumstation sehr unangenehm ist. Aber auch auf der Erde macht es nicht so wahnsinnig viel Spaß. Diese Cucurbitazine erfreuen uns aber nicht nur an Halloween, sondern auch rund ums Jahr, denn nicht nur die Kürbisse können sie enthalten, auch andere Lebensmittel gehören zu den Kürbisgewächsen. Zum Beispiel Gurken, Zucchini oder Auberginen. Und auch diese können durch genetische Veränderungen diese Cucurbitazine wiederherstellen. Und auch durch Zucchinis und andere Lebensmittel gibt es immer wieder Vergiftungsfälle. Damit sage ich, guten Appetit und bis zur nächsten Folge von Wir werden alle sterben.